Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. In der letzten Folge haben wir sehr viel Spaß zusammen mit Riley gehabt. Gerade in dem Moment, als sie von Infizierten angegriffen wurden, ist das Spiel wieder zu dem Zeitpunkt gesprungen, in dem Ellie allein unterwegs ist, um die Sachen zu suchen, damit sie Joel verarzten kann. Wir versuchen gerade wieder zu ihm zurückzukommen und hier laufen Infizierte herum. And I don't like this. I really don't fucking like this. What was that? What was that? Oh shit. Die sind da hinten. Fuck, Alter. Wisst ihr, was ich irgendwie lustig finde? Wenn ich mich jetzt da hinstelle und den Stein da hinten hinschmeiß, damit das Viech zu dem rausläuft. Hehehe. So war der Plan und es funktioniert besser als gedacht. That's how I fucking like it. Oh. Sucker. Wie hat der mich denn gesehen eigentlich? Willst du noch einen? Offensichtlich. Puh. Sag mal, wie haben die Mistviecher mich dann eigentlich bemerkt? Ich war doch leise. Aber gut. Es hat mir trotzdem sehr viel gebracht, dass ich sie gegeneinander aufgehetzt habe. So, ja, ich würde sagen, ich baue mir mal sowas hier. Kann auch nicht schaden. Ich habe nämlich leider nur noch 8 Schuss in der Waffe. Wobei, da draußen jetzt ein paar Leute liegen, die ich ausnehmen kann im besten Fall. Mal sehen, was die nicht dabei hatten, ob die nicht was dabei hatten. Nö, sie hatten nichts dabei. Das ist doch scheiße, ist doch das. Was soll denn das? Wie können die alle ohne Munition rumlaufen? Das geht nicht, das macht keinen Sinn. God damn it. God fucking damn. Ah, das ist was fürs Leben. Sehr gut. Und dann geht's hier rauf. Halt. Halt. Gibt's hier hinten was? Jawohl. Und zwar Munition. 2 Schuss. Yes. That's how I like it. So, wie komme ich jetzt am besten zu Joel? Da gibt es noch ein Stückchen Schere. Kann ich eigentlich... Nee, mit der Schere mit Sicherheit nicht. Ich brauche noch ein bisschen was von diesem Rack und dann kann ich... What? Wo geht's denn hier weiter? Ach, dadurch. Dann kann ich mir ein Medikit bauen. Was ich durchaus brauchen kann. Gut, hier müssten wir zurück bei Joel sein, oder nicht? Wenn ich wüsste, wo ich ihn nochmal gelassen habe. Weston's Pharmacy. Ach so, nee, hier waren wir dann. Das heißt, Joel haben wir da hinten irgendwo gelassen. Ja, da. Oh je, da liegen auf jeden Fall welche. Was ist hier passiert? Deinem Bogen ist gut und ich kann mir jetzt endlich ein Medikit bauen. Sehr gut. Man weiß ja nie, wozu man es gebrauchen kann.
doors behind me. Help me get this open. Uh-oh. You guys keep searching. I don't want to get ambushed. Ihr Fucker. Oh! Wo kommt der denn hier oben her? Shit, wie komme ich da runter? Shit. Oh ja, es war schnell. Wirklich. Und so viel mal zu dir. Und dann muss ich schauen, dass ich nach Möglichkeit runterkomme, unbemerkt. Ungesehen, bitte. Oh shit. Was willst du denn hier? Geh weg. Geh weg. So, so viel mal zu dir. So. Jetzt aber. Scheiße, schnell runter. Mistkerl. Shit. Na. What? Wer ist wo? Sucker. Da geht er down. Oh oh. Das hat keiner gehört. Gut. Puh. Wo war da gerade einer, der mich was gesehen hat? Ah, da oben. Kriege ich meinen Pfeil von dem wieder? Ja, kriege ich. Finde ich ja geil. Und wie? So, jetzt muss ich versuchen, hier unbemerkt raufzukommen. Da hinten geht er. Er hat mich nicht gesehen, sehr gut. Dann schleiche ich mich von hinten an. Und da geht er down. That's that. Oh yeah, and how I wanna do this the hard way. Fucker. Ja, komm her. Boah, da laufen viel zu viele von denen rum. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6.
now or never. Es war der Headshot. Which was pretty awesome. Ich habe meinen Molotov-Cocktail aktuell noch. Da kommt einer den Store hochgerannt. Ja, komm her. Und das Messer. Na, nein! Sucker! Alter! Komm, verarzte dich schnell! Infected! Ah ja, Pistolenmunition. Oh shit. Ja. Kümmert euch drum. So, komm dort nach. That's how I like it. If anyone's alive, don't even think about surprising me. You'll end up like your friend, yeah. So sieht's aus. Na dann, rein da. Better be alive, Joel. Holy shit. Oh oh, das wird nicht lange halten. So, schnell. Shit. Da. Ja, ich hab's gleich. Okay, go. Let's move. Shit. Oh oh. Ellie, you with me? Yeah, Mom, I'm right behind you. Keep running. Yeah, I'm right behind you. Oh! Shit, 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 shit! Oh, ma- Holy shit! Na dann, beeilt euch mal, ihr zwei! This way, klingt gut. They're getting closer. Jesus, follow me.
Oh shit. Boah. Na dann, jump. Na dann, komm, schnell. Das kann doch nicht gut enden, oder? Komm, lauf, lauf, lauf. Oh, oh. Oh, shit. Oh, komm schon. Get the fuck off. Get the fuck off me. Wow. Na. Alter, holy shit. That was intense. Ellie. Ellie, your arm. Da ist es passiert. No, 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 no. Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Stay calm. There's some more stuff over there you can break. See it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two, we fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Das war The Last of Us Left Behind. So kurz es auch war, aber so intensiv war es auch. Das möchte ich an diesem Punkt auf jeden Fall mal festhalten. Mir hat die Story sehr gut gefallen. Es hat auf jeden Fall die Lücke gefüllt, die das ursprüngliche Spiel in diese Stelle reingerissen hat. Diesen Sprung zwischen Winter und Frühling.
wo es Joel dann plötzlich wieder besser ging. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Also, bis bald.